Pele Wollitz bei FC Energie TV im Warm-up. Hat man die Erlösung in der Mannschaft gespürt nach dem Sieg jetzt gegen Zwickau? Ja, auf jeden Fall viel Freude. Das hat man ja auch gesehen, wo das 2-1 gefallen ist. Ich will nicht sagen Erleichterung, aber schon sehr viel Freude und auch Glückseligkeit. Und das hat man auch nach dem Spiel in der Kabine festgestellt, auch im Kreis, wo wir da noch kurz miteinander gesprochen haben. Ja, es war wichtig. Na klar, ein Sieg ist immer wichtig. Aber dann noch mit dem Rückstand das zu drehen und dann noch mit so einem schönen Tor zum 1-1. Besseren Zeitpunkt konntest du dann auch nicht haben. Und dann das 2-1, auch wenn es in der letzten Konsequenz ein bisschen komisch aussah, aber in der Entwicklung war es ein tolles Tor mit dem Hackentrick, ein super Pass von Kev Weidlich. Genau da, wo es den Gegner wehtut. Und dann haben wir mit Geschick und mit viel Leidenschaft verteidigt. Hätte mir dann schon auch gewünscht, die Konter besser ausgefahren oder auszufahren, aber das ist in so einer Situation alles auch ein bisschen Wunsch, weil die Realität ist schon dann so, wenn das Selbstvertrauen, letzte Selbstvertrauen hast du und nicht die letzten Meter, sondern verteidigst eigentlich den Vorsprung, obwohl der immer dann gefährlich ist. Wir haben ja dann auch noch in der 94. Minute einen Eckball gegen uns gehabt, da weißt du nie, fällt schon einer ab, kommt der Torwart noch mit nach vorne, ist ja auch noch mit nach vorne gekommen, aber unterm Strich auch in der Nachbetrachtung des Spiels, gestern in der Spielanalyse oder Videoanalyse, ist es schon dann auch nicht unverdient gewesen. Kann man jetzt die positive Emotion auch wirklich mitnehmen, so eine englische Woche, gerade jetzt auch gegen den nächsten Derby-Gegner? Ja, das finde ich schon. Ich meine, wir haben weiterhin unseren Heimnimbus behalten. Wir haben hier noch schon 120 Jahre kein Spiel mehr verloren, bis auf gegen Erstligisten im Elfmeterschießen. Ansonsten nur zweimal in der Regionalliga in 2 Jahren. Also das ist auch nicht so viel und in der dritten Liga nicht. Und das soll auch so bleiben. Aber das kann auch nur dann so bleiben, wenn wir weiterhin natürlich durch den Sieg auch ein bisschen überzeugter, ein bisschen selbstbewusster, aber trotzdem in der Disziplin und in dem Willen gleich bleiben, dass das Publikum so reagiert, wie es dann am Samstag reagiert hat. Das ist nicht verständlich, also selbstverständlich. Da bin ich auch unglaublich dankbar und glücklich für, weil wir haben schon in den letzten Wochen nicht so erfolgreich gespielt. Die Minuten und die Sekunden wurden gezählt, wann Tore erzielt worden sind. Und dann liegst du, ich sag mal, gegen eine Mannschaft 0-1 zurück, die du sagst, auf Augenhöhe oder die solltest du eigentlich auch hinter dir lassen können, wenn du am Ende der Saison die Liga halten möchtest, dass das Publikum dann trotzdem weiter angefeiert hat und spätestens mit dem 2-1 war das auch dann wieder hier die Kulisse, die wir uns alle wünschen, unfassbar emotional, leidenschaftlich und total rückenstärkend für unsere Mannschaft. Hoffen wir Mittwoch auf ein ähnliches Bild. Wie erwartest du Halle? Ja, Halle ist, sag ich mal, von den Namen her nicht so gut besetzt wie letztes Jahr, aber ich glaube, dass sie als Mannschaft viel besser ist. Eine höhere Mentalität, eine bessere Organisation, eine bessere Grundordnung, viel mehr Willen in ihr Spiel, viel mehr Leidenschaft. Ja, das wird interessant. Es wird auch interessant, wie kommen sie jetzt mit der Niederlage vom Sonntag, 0-2 in Wien. Haben relativ schnell eine gelb-rote Karte bekommen in der ersten Halbzeit oder in den anfangs 20 Minuten. Wie treten sie jetzt hier auf? Weil wir können natürlich mit dem Sieg an ihnen vorbeigehen. Dann haben sie noch ein Spiel weniger gegen Rostock. Vielleicht sind sie auch ein bisschen aus dem Rhythmus. Und ja, wir sollten einfach den Rückenwind mitnehmen und auch die Überzeugung, dass wir in den Heimspielen jeden Gegner hier schlagen können. Ein kurzes Update aus der Sache Personal. Es geht um Rangelow. Wie sieht es jetzt aus, der aktuelle Stand? Du hast gerade was dazu gesagt. Es wird jetzt, ich habe vorhin mit dem Geschäftsführer, mit dem Norm gesprochen und habe ihn dann die letzten 5-6 Wochen, seitdem er uns trainiert, mit ihm analysiert, habe das dargestellt, wie ich das festgestellt habe, wie das Mitspieler und Mannschaft festgestellt haben. Ich habe letzte Woche schon ein Gespräch gehabt mit dem Spielerrat, wie Sie, welche Einschätzung Sie haben. Es ist alles positiv, was ich auch beobachte, ist positiv. Sie wissen das, oder wir wissen alle, dass der Verein nicht viel machen kann, aber ein bisschen können wir. Ich werde jetzt mit Ihnen im Laufe des Tages sprechen, was unsere Möglichkeiten sind. Und dann wird das morgen im Präsidium vorgestellt. Und wenn der Präsidium unter der Voraussetzung, er würde das auch machen und das Präsidium würde es absegnen, dann würde ich das bis zum Saisonende mit unterstützen und auch begleiten. Fabio, wieder erstmal Glückwunsch zum Sieg gegen Zwickau. Enorm wichtig für euch. Zwei spektakuläre Tore. Wie hast du das Spiel erlebt und die beiden Tore? Ja, macht Marcelo super, ne? Wie er sich durchtankt und dann wissen wir alle, was für einen Abschluss er hat. Das ist natürlich überragend. Dann was Mama belohnt sich für seine Arbeit, die er hier immer leistet und macht dann im Liegen ein super Tor, ne? Ja, die Zuschauer haben es honoriert, die haben euch gefeiert nach dem Spiel. Ganz wichtiger Sieg für die Moral auch, oder? Ihr habt immer Chancen gehabt, aber die Tore haben gefehlt.
Ja, in den letzten Spielen gegen Karlsruhe hatten wir die Chancen, kriegen dann durch individuelle Fehler ein Gegentor. Ja, sieht man aber, was für eine Moral die Mannschaft hat, nach einem einzelnen Rückstand zurückzukommen, dann mit den Fans im Rücken. Ja, zu Hause sind wir halt eine Macht, ne? Darf sich der Halle jetzt auf Cottbus freuen oder nicht? Halle kann sich auf jeden Fall auf Cottbus freuen, weil vor so einer Kulisse spielt man nicht jeden Tag, ne? Aber wir werden heiß sein auf Halle. Viel Erfolg dabei. Danke.